Liebe Pfarrgemeinde, wegen der Corona-Krise hat sich viel in unserem Leben verändert. So hat es in der ganzen Kirchengeschichte noch nie gegeben, dass wir Menschen aus der Kirche ausladen mussten. Bis jetzt haben wir euch immer hereingebeten, jetzt mussten wir euch bitten, zu Hause zu bleiben. Deshalb möchte ich diese Gelegenheit auf diese Art und Weise nutzen, um euch die Osterbotschaft zu verkünden. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala früh morgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin man ihn gelegt hat. Da ging Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging jedoch nicht hinein. Dann kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengebunden daneben, an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster an das Grab gekommen war, hinein. Er sah und glaubte. Denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsste. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich möchte heute einen Vergleich anstellen zwischen der Situation von damals in Jerusalem und heute, weil mir da viele Parallelen aufgefallen sind. Ich beginne beim Gründonnerstag. Gründonnerstag in Jerusalem, alles geht seinen gewohnten Lauf, die Jünger richten für das Paschafest her, sie sind beisammen, obwohl die Lage schon sehr angespannt ist, ist vom Ablauf her alles wie sonst. Bei uns. Vor einigen Wochen haben wir noch Berichte gehört von China und Italien, dass dort so ein Virus herumgeht, das sehr bedrohlich ist. Wir haben die Nachrichten angeschaut und uns entsetzt über diese Zustände auf der Welt, auch die sozialen und ökologischen, und dann umgeschaltet und es war alles wie vorher. Dann kommt der Karfreitag. Karfreitag, Jesus in Jerusalem, er wurde getötet, nach einem kurzen Prozess, plötzlich ist alles anders. Das Unvorstellbare ist Wirklichkeit geworden. Karfreitag bei uns, plötzlich kommt diese Krise so nahe und damit auch der Tod und rafft auch bei uns viele Menschen hinweg. Jesus, der Wehrlose, heute viele alte, kranke, schwache, unschuldige Menschen werden hinweggerafft. Karsamstag. Die Jünger sperren sich nach diesem Desaster aus Angst ein. Sie haben Angst um ihr eigenes Leben, verschließen die Tür. Aber nicht nur die Jünger sind eingeschlossen, auch Jesus, den toten Leichnam, hat man weggesperrt, in ein Felsengrab gelegt, einen schweren Stein davor geschoben und sogar noch Wachposten davor aufgestellt. Bei uns ist es heute ähnlich. Menschen schließen sich ein in ihre Wohnung, zum Teil aus Angst, zum Teil wegen der Weisung der Regierung. Wir schließen uns ein, wir schließen uns aus, um nicht in Kontakt zu kommen, um selber nicht eine Gefahr für andere zu sein
und selber nicht gefährdet zu werden. Momentan ist ein starker Wettlauf gegen die Zeit und damit auch gegen das Leben. Ostern. Das Licht scheint noch nicht. Da ist es noch viel zu früh. Die Jünger sind noch in ihrer Angst verstrickt, noch eingeschlossen. Der Wunsch ist da, hinauszugehen, wieder ins Leben zu gehen. Schön langsam versuchen sie wieder in das alte Leben einzusteigen, gehen wieder ihren alten Berufen nach, aber es gelingt nicht, weil nichts mehr ist so, wie es vorher war. Und schön langsam keimt in ihnen dieser Gedanke auf, da ist etwas ganz, ganz Großartiges dahinter. Dieser Jesus lebt, sie spüren es, sie erfahren ihn immer wieder. Und mit dieser Glaubenserfahrung gehen sie jetzt hinaus. Interessant ist, dass die Jünger jetzt nicht mehr versuchen, ihr eigenes Leben zu retten. Es geht nicht mehr um die eigene Haut, es geht um das große Ganze. Und sie gehen hin, achten ihr eigenes Leben gering, weil ihnen das so wichtig ist, diese Botschaft vom Leben zu verkünden. Mit den Jüngern, die vielen Freundinnen und Freunde von Jesus, die von dieser Botschaft ergriffen sind und sie verbreiten. Wir heute, ich kann noch nicht so weit vorausschauen, wie es werden wird, aber ich sehe die ganze Hoffnung. Ich sehe die Sehnsucht, wieder hinauszugehen, wieder in das normale Leben, wie bei den Jüngern einzusteigen, wieder in die Arbeit, in die Schule gehen zu können, Menschen treffen zu können. Aber es wird auch nach der Krise nicht mehr alles sein wie vorher. Die Welt hat sich verändert. Und ich habe den Eindruck, dass wir bei all unserem Tun immer wieder große Schwierigkeiten haben mit dem Tod. Wir haben ihn irgendwie verdrängt, hinausgeschoben. Doch der Weg nach Ostern geht immer wieder über den Karfreitag. Es ist eine Binsenweisheit, dass jedem Leben von Anbeginn auch der Tod schon mitgegeben ist. Und wenn wir das akzeptieren, dann können wir erst, denke ich, ein bisschen verstehen, was es heißt, Ostern zu feiern und zu erleben. Das alles ist aber noch keine Osterbotschaft. Die Osterbotschaft beginnt dort, wo neues Leben beginnt. Es hat so viel Verwandlung gegeben damals bei den Jüngern und das ist auch heute bei uns sichtbar. Dort, wo Menschen beginnen, Leben wieder zu entdecken, aufzukeimen, zum anderen hinzugehen, ihn anzurufen, ihn zu fragen, was er braucht. Dort beginnt neues, verwandeltes Leben. Und wenn wir zulassen, dass der Geist Gottes in uns heute wirkt, dann kann dieses Ostergeheimnis immer wieder neu erfahrbar werden. Und das ist meine große Hoffnung, auch nach der Krise, dass wir österliche Menschen bleiben. So lasst uns das Leben lieben und den Tod nicht fürchten. Ich wünsche euch allen ein gesegnetes, frohes Osterfest, natürlich Gesundheit und immer wieder den Glauben an das Leben. Halleluja, Jesus.